Ich glaube, für einen Trainer ist immer wichtig, dass die Spieler gut schlafen, dass sie gut essen und dass sie einen guten Trainingsplatz vorfinden. So, und das gilt für mich genauso. Also es sind sehr, sehr lange Tage, auch wenn man uns immer mit vielen Urlaubsgrüßen und viel Spaß im Trainingslager dann auch irgendwo auf die Reise schickt. Es ist doch sehr viel Arbeit, sehr viel Beanspruchung für den ganzen Staff, halt auch für die Jungs, die pflegen müssen, die Jungs, die gepflegt werden und entsprechend auch für das Team drumherum. Und das ist halt alles gegeben hier. Ja, war wirklich ein langer Tag. Alle früh aufgestanden. Ich glaube, bei jedem der Wecker so 4.30 Uhr geklingelt heute. 7 Uhr sind wir weggeflogen, haben super angetroffen hier, wurden herzlich empfangen, so wie im letzten Jahr auch. Dann heute Morgen lockere Krafteinheit drin gemacht, weil das Wetter auch schlecht war. Heute Nachmittag waren wir das erste Mal auf dem Platz, haben wirklich guten Rasenplatz vorgefunden hier und sind jetzt aber auch froh, dass wir die Einheiten für heute durch haben, weil wir durch das frühe Aufstehen schon müde sind. Das Hotel lässt eigentlich nicht zu wünschen übrig. Auch jetzt wieder der Platz ist noch mal ein Tick besser wie letztes Jahr. Wir sind ja auch eine Mannschaft, die sich aus dem letzten Jahr schon kennt. Also es ist jetzt kaum ein Trainingslager, um irgendwie neue großartig zu integrieren. Wir haben wenige neue dabei, ein paar Junge aus den eigenen Reihen. Die werden wir natürlich integrieren die Woche, aber wie gesagt, die Bedingungen sind perfekt und wir sind froh, dass wir hier sind. Im Trainingslager wird immer intensiv trainiert, darauf bereitet man sich natürlich vor und die Pausen nutzt man natürlich, um sich schnellstmöglich zu regenerieren. Hier im Hotel haben wir bestmögliche Bedingungen mit dem Spa-Bereich. Also es geht im Trainingslager wirklich, wirklich darum, gut zu essen, weil Training immer anstrengend ist, um sich gut zu regenerieren. Ist sicherlich die Frage nach Be- und Entlastung. Also wir müssen dann schon zusehen, dass wir auch in den Tagen vielleicht das Ganze auch mal steuern und auch vielleicht mal eine Einheit rausnehmen. Ist immer das, wenn die Jungs es schaffen, auf dem Platz alles umzusetzen und dann auch so zu performen, dass wir auch zufrieden damit sind, dann muss man ihnen halt auch die Freizeit geben, um die Akkus wieder voll zu bekommen. Wird sicherlich insgesamt sehr anstrengend werden. Wir haben zwei Testspiele vor der Brust, aber es geht darum, sich weiter einzuspielen. Und darauf freuen wir uns die Woche.